Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu Bloodborne. In der letzten Folge bin ich zweimal gestorben, dafür immerhin schon in Yharnam angekommen. Wer hätte das gedacht? Und jetzt geht's hier auch direkt weiter. Ich habe keine Heilmöglichkeit mehr. Das sollte aber jetzt kein allzu großes Problem darstellen, oder? Bro, was meinst du? Er sagt auch, gar kein Problem. Wenn man gar keine Blutfiolen mehr hat, droppen übrigens eher welche. Also nur mal so für euch, falls ihr das Problem habt, so wie ich jetzt gestorben zu sein. Also es ist kein Problem. Ihr bekommt schon ganz schnell neue Blutfiolen. Sagte er und bekam keine Blutfiolen. So, jetzt muss ich erstmal meine Blutechos zurückholen. Die liegen da hinten irgendwo. Und damit das auch gut klappt, warte ich kurz ab. Lass die Meute da ein bisschen... Ne, da sind meine Blutechos. Okay. Oh, fuck it. Fuck it. Ja. Oh, okay, den zweiten Molly zwar ganz schön scheiße geworfen, aber alles korrekt. Genau, man muss immer den töten, der diese leuchtenden Augen dann hat. Aber das ist dann der, der auch die Blutechos, nicht die Seelen, sondern die Blutechos. Hier sind es ja die, also hier gibt es keine Seelen, hier gibt es nur Blutechos. Ich würde auch mal sagen, dieses komische Monster hier, das heben wir uns noch auf. Den sollte man später auf jeden Fall ein paar Mal töten. Denn von dem bekommt man unter anderem einen Seltenheit 7 Bloodstone. Der hat ziemlich gute Werte. Sollte man machen. So, er kann mir nicht folgen. Oh Gott, aber er. Ja, ich sollte mal ein bisschen heilen. Schön abrasiert. Schön weggeblutet. So, und jetzt bekomme ich nämlich auch ein paar Blutfiolen. Von diesen Hunter-Monstern. So, und damit habe ich jetzt auch hier diese Querverbindung geöffnet. Ist jetzt nicht ganz so spannend. Außer, dass hier diese komische Kette rumliegt. Gab es eigentlich hier schon jemanden, mit dem man quatschen konnte? Nee, aber oben war einer. Gucken, ob der noch was zu sagen hat. Ich glaube, Gilbert gibt einem noch ein Item, glaube ich zumindest. Ja, wie gesagt, überall diese Fenster mit diesen Lichtern davor, da kann man mit den Leuten reden. Zumindest, wenn man hier noch in Yharnam ist. Später sind wir ja auch an anderen Orten. Hinter dem Tal, im Osten Yharnams, liegt der Kathedralenbezirk. Tief in diesem Bezirk steht die alte... Ich habe noch nie etwas... Das ist... Okay, gut. Dann machen wir erstmal weiter. Genau, ich habe noch Molly. Das ist eigentlich deine Ausrede hier. Also du bist tot. Das ist deine Ausrede. Deine Ausrede ist, dass du tot bist. Für diejenigen unter euch, die es noch nicht wussten. Und zwar ist es so, dass Bloodborne sehr auf dem Cthulhu-Mythos basiert. Das passt, da ich gerade auch Call of Cthulhu hier auf dem Kanal spiele. Aber auch Bloodborne hat da ganz viel mit zu tun. Also eigentlich die meisten Elemente erinnern daran. Ah, guck mal, hier ist noch so eine Tür. So, nochmal 4 Mollys. Und bellt da jemand? Seid ihr diese Fremde? Tja, tut mir leid, aber ich möchte nichts mit euch zu tun haben. Verschwindet von hier! Seid ihr diese Fremde? Tja, tut mir leid, aber ich möchte nichts mit euch zu tun haben. Verschwindet von hier! Ah, das ist der Kerl, bei dem, der immer das andere von dem tut, was wir ihm anbieten. Oh Gott, dieses Geschrei. Oh, oh, scheiße, scheiße, scheiße. Fuck. Ja, ich muss erst wieder reinkommen. Ist halt auch ein ganz anderes Kampfsystem, als ich es noch von Dark Souls gewohnt bin. Viel schneller. So.
Aber hat ja bisher ganz gut funktioniert. Und langsam kriege ich auch wieder ein paar Blutfiolen. Man bekommt davon zwar viele, aber man braucht auch verdammt viele. Das vergessen die meisten. Elende Fremde, ja. Niemand öffnet den Verschwinden. Ja, ja. Niemand öffnet seine Tür. So, den Typen gleich wegrasiert. Ein paar Quecksilberkugeln, sehr gut. So. Im Gegensatz zu Dark Souls, das ich mittlerweile echt sehr gut vom Aufbau her kenne, muss ich hier noch super oft überlegen. Deswegen, ja, wundert euch nicht, wenn ich hier nicht jeden Weg kenne. Aber ist auch für euch noch ein bisschen spannender. Geil. Macht nicht lange. Nee, du machst nicht lange. Er ist ja für euch ein bisschen spannender dann, denke ich. Vor allem, da ich hier auch wesentlich öfter sterben werde als in Dark Souls. Zumindest zum Anfang. So. Erstmal hier alles kaputt schlagen. Schwebt da ein Totenkopf? Da schwebt ein Totenkopf. Okay, jetzt habe ich alles gesehen. Wow. Bro, ey. Ich sollte auch demnächst mal zurückgehen und meine Seelen umtauschen. Da verbrennen sie gerade eine Bestie. Schaut mal. Krass, ne? So, jetzt kann man hier so ein bisschen außen rumlaufen. Und sich ganz schön... Ich bin nicht erwünscht, sagen die. Und ich glaube, sie meinen es ernst. Schön weggeburnt. So, Quecksilberkugeln, noch eine Blutfiole. Komme ich an das Item ran? Ne, muss ich zur anderen Seite rüber. Okay, das machen wir gleich. Erstmal die Typen alle erledigen. Ja, ich muss Seelen sammeln. Also ich sage jetzt manchmal Seelen. Ich meine natürlich Blutechos, aber ich muss sie sammeln, um aufwerten zu können. Oh, oh. Also man muss die natürlich nicht alle töten hier. Man kann auch einfach nicht da durchrennen. Aber ich will töten. Und ich brauche halt die Blutechos. So. Oh Gott, ein Hund. Ich hasse die Hunde in Souls-Spielen. Ich hasse sie. Okay, Quecksilberkugeln habe ich einige dabei. Ja, der Typ da oben schießt. Die machen recht viel Schaden, wenn sie schießen. So, wartet mal. Ich probiere nochmal einen Eingeweideangriff. Das war kein Eingeweideangriff, aber 1A weggeblockt. So, wartet mal. Gut, das hat jetzt nur so halb gut funktioniert. Aber ich lerne ja auch noch. Ich bin hier noch im Lernmodus. So, Quecksilberkugeln. Das Schöne finde ich ja, dass Sachen, die man zu viel hat, die gehen ins Lager. Das finde ich schön. Und Kaltbluttau, das ist so eine Art Seelenspeicher, also quasi ein Blutecho-Speicher, mit dem ich dann ein paar Blutechos dazu bekomme. So, Blutfiolen, 2 Stück. Da hinten kann ich gleich auch nochmal dran klingeln. Aber hier ist erstmal ein großer, den ich erledigen will. Ich nenne ihn übrigens immer Steini. Hi, Steini.
Boah, schön. Sehr schön. Und zwei Blutfiolen. Yeah. Ja. So, Molotow-Cocktails. Und eine Fackel. Die Fackel ist sogar ziemlich wichtig. Das ist super, die ist super im Kampf gegen Hunde. Ich glaube, hier kommen auch gleich Hunde. Sollte ich eine Fackel mit... So. Warte mal. So, nochmal. Jetzt noch. Die Fackel und die Knarre. Perfekt. So, da oben kann ich jetzt auch nochmal klopfen. Da, wo gerade so schön gelacht wird. Ich glaube nicht, dass ihr von hier seid. Tja. Ihr sitzt draußen fest in einer Nacht der Jagd. Ah, oh, ihr armes, armes Ding. Ja, vielen Dank für nix. Ich glaube nicht, dass ihr von hier seid. Tja. Und die feiern da drin ein Fest, oder was? Na toll. Na toll. Überall stehen hier schon Särge bereit. Ja, die wissen ja, was kommt. Die wissen, was kommt. So, jetzt geht man hier nämlich ran. Aber die an. Oh, diese Vögel sind ganz schön krass, diese Vögel. Wow, 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 wow. So, Kiesel droppen sie. Kieselsteinchen. So, und sie bewachen eine Ölurne. Öl kann man werfen, ist der Boden voller Öl. Dann darauf irgendwas mit Feuer, Kavems, Feuer, Damage. That's it. So. Was verstecken sie in diesen Särgen, die so mit Ketten versperrt sind? So. Ganz kurz, da kommt doch gleich einer, oder? Weil da oben geht es auf jeden Fall gleich wieder ab. So, was haben wir hier? Genau, Kaltbluttau. Sehr schön. Kann ich auch sehr gut gebrauchen. So, die Hunde. So, hi. Fuck, dachte, das geht besser. Ich dachte, die Hunde kann man hier besser wegbrennen. Ja, anscheinend dann wohl doch nicht. Ich glaube, hier geht's auch nochmal. Ja, ja, hier ist auch nochmal ein Gerät verschlossen. Aber hier ist auch nochmal ein Weg. Wow! Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hab doch geschossen. Alter. Ich hab doch geschossen. So, da oben ist aber, glaube ich, noch einer. Ich glaube nicht, dass wir sie schon alle haben. Ja, noch ein Hund und noch ein Typ. So, abgekillt hier. So, 6 Blutfiolen, sehr gut. Oh, der saß hier und hatte nur noch sein Blut. Sein Blut in den Adern. Ein Brunnen. Tja, aber man kann nicht hinein. So, ich gucke hier ganz kurz nochmal in die Ecken. Wie gesagt, ich... kenne mich bei Bloodborne, dadurch, dass ich es nur zweimal durchgespielt habe und das letzte Mal locker 3 Jahre her ist, halt echt nicht mehr so gut aus. Wie gesagt, in anderen Spielen, die ich deutlich öfter spiele. Wie Dark Souls 1. Das habe ich wesentlich öfter durchgespielt.
Deswegen kenne ich das auch ein bisschen besser. Nur ein bisschen, jetzt nicht krass viel besser. So, wie komme ich da vielleicht? Wie kann ich hier? Wahrscheinlich muss ich, ja, ich muss da die Tür öffnen. Okay, also hier, da seht ihr die, da ist die Apparatur. Da muss ich dann hin. Okay, gut, das machen wir dann. Alter, bin ich so blutüberströmt hier. So, warte mal. Hier ging es jetzt natürlich hoch zum ersten Boss. Ja, wenn ich euch kenne, soll ich den bestimmt noch heute machen. Da hören wir ihn auch schon. So. Aber nicht mit diesen Monstern da. Weil die beiden gehen natürlich gut. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Boah. Nein, 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 nein. Oh Gott. Nein. 3000. Ah. 3000 Seelen. Krass. Oh, fuck it. Und vor allem auch noch bei diesen Viechern. Ich sag, ich werde immer Seelen sagen. Tut mir leid. Oh, bei diesen Viechern auch noch. Das ist nicht unbedingt gut. Das ist nicht gut. Hätte ich vorher nochmal zurückgehen sollen. Verdammt. Okay, jetzt kommt's drauf an. Danke. Das war jetzt genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Aber gut. Na gut, dann gehen wir jetzt da mal hin. Ich weiß, wie man da relativ schnell hinkommt. Ja. Danke. So. Und zwar können wir hier lang abkürzen. Ah ja, ihr könnt hier auch in die Gegner reinschlagen. So, hi, na, wie geht's euch? So, wir machen jetzt so ein bisschen den Scheißweg. Wir laufen jetzt hier einfach durch. Das kann man hier noch sehr gut bei dem Spiel. Man läuft einfach durch. Wird von nichts getroffen. Da vorne liegt noch ein Item. Aber sie laufen einem auch nicht so lange hinterher. So. Gut. Also, jetzt müssen wir uns da ganz gut hocharbeiten. Den Typen da lassen wir jetzt auch stehen, weil der ist mir jetzt alles zu riskant. Ich sollte mal nach hier unten gehen. Ich brauche ein größeres Kampffeld. Sehr gut. Den ersten Hund habe ich. Okay, die haben meine Seelen. Dann passt's ja. Hi, Jungs! Aufpassen. Nein, 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 nein. Ja, Hunde, ne? Hunde in Souls Games sind immer wieder ein Grund für Zusammenbrüche einerseits. Alter, Hunde in Souls Games. Oh Gott, der Typ ist auch noch da. Nein, das ist nicht euer Ernst, dass der jetzt hier auch noch hoch ist. Scheiße. Warte mal. So, den Hund erledigt. Jetzt den Typen da erledigen. Der ist gerade wichtig. Hi, na? So. Oh, jetzt kommst du dran. Komm mal her. So. Zwei Blutfiolen. Ha, vielen Dank. So, ihr lieben Leute. Jetzt geben wir erstmal zurück und geben unsere Seelen aus. Es sind Blutechos. Wir geben unsere Blutechos aus. Denn das ist gerade echt wichtiger, als hier weiterzukommen. Ich
überlege gerade, nee, der Weg wäre jetzt auch einfach zu weit, um den nächsten Schnellort freizuspielen. Wenn ich jetzt hier sterbe, geht's ja noch. Hi, hi, na? Oh oh. Jetzt wird's nochmal spannend. Wow, haha. 1A durchgerollt. Keep on rolling, 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 rolling. Keep on rolling, rolling. Oh, Blut überströmt, geht es zurück. Zurück in den Traum des Jägers. So. Ja, yep. Traum des Jägers zurückkehren. Oh. Oh. Aber ich glaube, ich kann die Puppe noch nicht bedienen, weil ich noch keine Einsicht habe. Ich brauche einmal Einsicht, glaube ich, für die Puppe. Einmal Einsicht brauche ich. Woher ich die krieg, weiß ich aber nicht. So, ich kann aber jetzt Gegenstände zum Beispiel erlangen. So, zum Beispiel kann ich jetzt hier dann auch meine Blutechos kaufen. Meine Blutvorräte kaufen, meine ich. So, da ist Görman. Ich glaube, wenn ich mit Görman rede, kriege ich doch einmal Einsicht, oder? Aha, ihr müsst die neue Jägerin sein. Willkommen im Traum des Jägers. Dies wird fürs Erste euer Zuhause sein. Ich bin Görman, Freund der Jäger. Ihr seid mittlerweile sicher sehr durcheinander, aber denkt nicht zu viel über alles nach. Zieht einfach los und erlegt ein paar Bestien. Es ist zu eurem eigenen Besten. Wisst ihr, das ist das Geschäft des Jägers. Ihr werdet euch daran gewöhnen. Dies war einst der Zufluchtsort für Jäger. Eine Werkstatt, in der die Jäger ihre Waffen und Körper mit Blut verbessern konnten. Wir haben nicht mehr so viele Werkzeuge wie einst, aber ihr könnt gerne alles benutzen, was da ist. Sogar die Puppe, wenn ihr wollt. Dies war eine, wir, ihr, so. So, ja, Görman heißt er. Und Görman ist einer der Old Hunter, der alten Jäger. Das erfahren wir aber erst im Trailer zum DLC. Da der schon draußen ist, kann ich es euch ja sagen. Görman ist einer der alten Jäger. So, Erinnerungsaltar. Um diesem schrecklichen Traum des Jägers zu entkommen, halte die Quelle der sich ausbreitenden Plage der Bestien auf, damit die Nacht nicht ewig währt. Genau, das ist eigentlich unsere Hauptquest. Aber wir brauchen halt noch einmal Einsicht für die Puppe. Eine verlassene Puppe, ja. Ohne einmal Insight geht's nicht. Provisorischer Altar. Genau, dann können wir in diese... in diese Dungeons rein. Genau, hier brauche ich aber noch das nötige Werkzeug. Hier kann ich meine Waffe verbessern. Den Blutedelstein. Habe ich da schon was? Ne, da habe ich noch nichts. Mein Lager. Genau. Kaltbluttau. Sehr blöd, weil ich will es eigentlich ungern... Ich überlege nur gerade, wo bekam man die erste Einsicht her? Kam aus der Kloake? Das kann natürlich sein, dass wir die aus der Kloake kriegen. Ha. Okay, da muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen. Auf jeden Fall. Das machen wir dann auch in der nächsten Folge, würde ich sagen. Denn jetzt mache ich mir Gedanken und dann, ja, gucke ich mal, dass ich noch irgendwie schaffe, mit der Puppe zu reden, bevor ich zum ersten Boss gehe. Wahrscheinlich werde ich dann den Weg über die Kloake wählen. Und damit das beim nächsten Mal nicht zu lange dauert, gehen wir da jetzt auch schon mal den ersten Teil des Weges direkt hin.
Soll heißen, wir machen im Prinzip denselben Weg wie eben, nur lassen, gehen wir ein bisschen anders. Oder probieren wir wirklich mit dem... Ich will nicht gegen den ersten Boss kämpfen. Ich brauche halt einmal Einsicht, damit ich die Puppe aktivieren kann. Ich überlege gerade, wo man einmal Einsicht herbekommt. Von dir nicht, ne? Hinter dem Tief. Ne, der wird erst später wieder relevant. Ich will immer eine andere Taste drücken. So, klappen wir die Waffe aus. Ich überlege nur gerade, ob es... Insights können halt so, glaube ich, nicht richtig droppen. Die müssen wir uns schon an den richtigen Orten im Spiel dann holen. Bitte Gott, Gnade hier. Hier. Das ging irgendwo relativ leicht. Deswegen wundert mich das, dass ich das jetzt gerade nicht hinkriege. Jetzt setze ich mal alles auf eine ziemlich bescheuerte Karte. Ja. Das meine ich mit bescheuerte Karte und es hat sogar funktioniert. WTF, wie gut. So, wir können mich jetzt hier hinten lang. Genau, und hier kommen wir dann nämlich runter. Erstmal können wir hier noch was looten. 10 Kiesel, aber hier wollen wir nicht hin. Was wir nämlich hier eher wollen, ist hier hinten lang kommen wir in die Abwasserkanäle rein. Eine Blutsteinscherbe. So. Hier kommen wir in die Abwasserkanäle rein und finden hier auch gleich eine neue Rüstung. Ist ein bisschen anders, als ich jetzt eigentlich gehen wollte. Aber nehmt es mir einfach nicht übel, würde ich sagen. So. Ja, die Gegner hier sind ein bisschen stärker. Das sind halt Jäger, die schon teilweise zu Bestien geworden sind. So. Relativ easy zu töten, wenn man das eben mit dieser Attacke gut hinkriegt. Oder auch nicht, wenn man es einfach nicht hinkriegt und wie ich jetzt stirbt. Boah. Fuck. Das war so nicht geplant. Eben, naja, das ist voll easy, wenn man die Attacke da macht und so. Und dann ist doch nicht so easy, weil man es doch nicht hinkriegt, weil man zu blöde ist. So, 4000 Blutechos, Leute. Jetzt kommt's drauf an. Jetzt wird's hier richtig spannend, ey. Werden wir uns die wiederholen? Hi, Jungs. Ah, die kann man ja so wunderbar hier umgehen. So ein bisschen nebenbei nochmal langsamer laufen, dass man immer schön so nachfüllt. Der Hund ist ein bisschen, der kann einem die Suppe echt versalzen. So. Ach ja, Leute. Krass, oder? Krass, was hier so abgeht. Bloodborne. Ja, ein tolles Spiel. So, warte mal. Jetzt durch hier. Wir hören hier übrigens... Oh. Also, wie ich das jedes Mal gerade schaffe, das frage ich mich gerade auch. Also, irgendwie ist das schon so ein bisschen unrealistisch. Zu viel Glück für meinen Verstand. So. Oh Gott. Ich dachte jetzt...
Jetzt kann ich einen Angriff von oben wagen. Wenn ich warte, bis er wieder da ist, kann ich einen Angriff von oben wagen. Oder ihn mit einem Molly bewerfen. Kommt. Risiko. Denn Risiko spielt man oft eigenes Risiko. So. Und Blutfiolen, sehr gut. Alter, ey. Das geht hier schon ab. Leute, das ist Bloodborne. So, Blutfiolen, die werde ich mir wiederholen. Ich bin zwar gerade ein bisschen einen anderen Weg gegangen, als ich eigentlich wollte. Wow, krass. Nice Waffe, du. So eine Blutsteinscherbe. So, dann. Nein! Alter! Ich lerne es heute auch echt nicht mehr. Leute. 4000 Blut. Ey, es wird einfach immer schlimmer. Mit mir hier. Klingt ja schon 4000 Blutechos. Aber ich würde sagen, für heute machen wir wirklich mal Schluss. Denn ich glaube, sonst versuche ich mein Glück immer nur noch weiter herauszufordern, und das kann einfach nicht gut enden, Leute. Dementsprechend würde ich sagen, eine Sache mache ich jetzt noch, einfach damit ich ruhig schlafen kann, und dann bringe ich mich nochmal an die Ausgangsposition, mich an den Eingang zu den Abwasserkanälen zurück, einfach damit ich da dann weitermachen kann und nicht dann euch jetzt so lange warten lasse und dann sterbe ich dort oder so. Denn, dass ich es dahin schaffe, ist echt nicht so gewiss. Also, das kann echt noch durch verschiedenste Faktoren verhindert werden. Ach ja. Aber ich finde es toll, dass ich sterbe. Ich finde es toll, dass ich hier nicht so easy vorankomme, weil das Ganze fand ich, glaube ich, bei Dark Souls war das für euch zu langweilig. Denn zum einen habe ich jetzt das Spiel nicht irgendwie auf eine besondere Art gespielt, so wie ihr es jetzt dann vielleicht von einem Bruger oder so gewohnt seid. Also ich habe es jetzt nicht auf so eine krass besondere Art gespielt, sondern halt eher auf so eine, ja, ich kann es halt schon einigermaßen, deswegen sterbe ich nicht so oft. Ich glaube, das ist für viele einfach nicht so spannend dann. Und ich glaube, dass das was ist, was an... Ach, guck mal, ich wusste gar nicht, dass man hier noch hoch kann. Aha. Ach so, das ist nur, um hier wieder hochzukommen. Ach so. Also wusste ich schon, dass man hier hoch kann. Ich dachte nur, dass, also ich dachte jetzt gerade nur, man kommt ja dann vielleicht auch irgendwo anders hin. So, ihr Lieben, hier machen wir weiter in der nächsten Folge von Bloodborne, und dann versuche ich meine Blutechos zurückzubekommen, und ich versuche auch vor allem, ja, einen Insight zu finden, eine Einsicht zu erhalten, vielleicht auch in meine spielerischen Künste. Von daher würde ich mal sagen, bedanke ich mich ganz doll fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Bloodborne. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare. Wir sehen uns. Bis dahin, gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.